Es wäre noch viel eleganter, dass wir die anschießen. Nein, warte, bis der Fleischi kommt und schießt ihn noch. Wir haben Elektrizität da, also nur wegen der Lockerl. Vielleicht. Nein. Ja, aber dann. Achtung. Seidel. Nein. Moment. So. Was, wie hast du das ab? Nein. Wie kann das passieren? Na, die hat wer geschüttelt, die Flasche. Nein. Na, das ist, das wenn ist man glaubt, es gehört auf Bud Spencer. Schwallartig. Das verdreht sie. Nein, es tut mir leid. Hat also wer ich hab Föhn? So, geht eh ohne Fleisch auch gerade die Sendung. Fangt an, Thomas Maurer. Na bitte, es geht ja doch, politische Satire im ORF. Wir revolutionieren nicht die Fernsehwelt, aber vom Gefühl her, glaube ich, die eine oder andere Fernsehsendung. Die Tafelrunde, wo es zugeht wie bei einer Magenbandoperation, weil hier alle ihr Fett wegkriegen. Wenn die Mischung stimmt von den Leuten, die da mitmachen, und das war bis jetzt eigentlich immer so, dann kriegt es was Jessiges. Der feuchte Albtraum der politischen Korrektheit. Eine Art Plattform, von der man sich fragt, warum es es nicht schon länger im Fernsehen gibt. Ach, der ist zu viel, oder? Der ist zu viel. Den lasse ich weg, den schneiden wir aus. Entschuldige mich bei den Zusehern auf ORF3, liebe Barbara Rett, es tut mir leid. Die Tafelrunde, die rüttelt dich auf und zeigt dir eben, was so schief läuft im Land. Das ist mein Humor. Das ist wirklich ein geiler Job, bei der Tafelrunde dabei zu sein. Das Radio Kulturhaus ist schon ein ganz spezieller Saal, den ich kenne vom Radiomachen, weil ich lange hier gearbeitet im Haus bei Radio Wien. Und habe mir immer gedacht, da drin möchte ich gerne mal was machen. Das sind total bequeme Sessel. Ein bisschen Distanz zum Publikum, ist nicht so nah wie in einem normalen Kabarettlokal. Aber hat eine total geile Akustik und die Band ist halt auch super. Also die Orgel und die Band, die da von hinten andrucken, das ist schon geil. Wir haben ja vor der ersten Sendung eine Nullnummer produziert. Also um mal auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Und damals war die Bühne, waren so Europaletten und da war dann ein roter Teppich drüber. Ich habe das eigentlich ganz charmant gefunden, aber die Bildkollegen haben dann gesagt, da müssen wir schon was machen. Und dann wurde eben der rote Kreis quasi entwickelt und produziert. Ich kann mich noch sehr gut an die erste Folge erinnern. Das Konzept war, wir treffen einander im Radio Kulturhaus, reden über aktuelle Dinge, die so passiert sind und jeder nimmt sich ein Thema heraus und macht daraus 7 bis 10 Minuten. Und es war großes Wohlwollen vom Sender da, aber auch ein bisschen Skepsis, ob das überhaupt so geht, ob die Leute überhaupt mitmachen. Aber, also man müsste sich das jetzt mal anschauen, wie die erste Sendung war, aber ich glaube, das war schon sehr okay damals. Na bitte, es geht ja doch, politische Satire im ORF. Ich meine, ja, ORF3, aber das ist nicht nichts. Müssen Sie sich noch vorstellen, da sitzen zu Hause vor den Fernsehgeräten noch einmal so viele Leute wie jetzt da herinnen. Und es gibt ja noch ein zweites neues Satireformat auf ORF2 ist es. Das heißt EU Backstage. Da sieht man den Strache im Fitnessstudio oder den Hofer im Flugzeug. Ich glaube, die nächste Folge ist Kickel am Ponyhof. Und es braucht auch in Zeiten wie diesen politische Satire angesichts des Zustandes der Opposition, weil zur Opposition gibt es derzeit nur eine einzige Frage, nämlich, ist da jemand? Es ist schwer, über die Jahrhunderte zu reden und nicht nostalgisch zu werden, weil es gab ja im ORF früher mal ganz viele tolle Satire-Sendungen. Donnerstag, die Vierter, der Staatskünstler, die Tagespresse. Es gab wirklich viel. Und jetzt gibt es halt noch die Tafelrunde. Und das finde ich gut, dass es die Tafelrunde gibt. Wichtig, weil der ORF hat auch beim Humor einen Kultur- und Bildungsauftrag.
narrisch gut erfüllt den noch nicht. Und dass OF3 eingesprungen ist in dem Fall und die Tafelrunde, es wenigstens die Tafelrunde gibt, ist tröstlich. Und sie erinnert mich auch tatsächlich an Arbeiten in früheren Formaten, weil man als Mitwirkender die Freiheit hat. Es wird nicht vorher reingeredet und es wird nicht vorher irgendwie gesagt, dass alles nicht geht, sondern man ist wirklich maximal frei da drinnen. Man trifft in der Regel Leute, mit denen man gern zusammentrifft. Es ist nett, es ist entspannt und so gesehen bin ich froh, dass es die Tafelrunde gibt. Ich kann mich erinnern, wir sind im Garten bei uns gesessen, der Gerald und ich. Ich habe persisch gekocht und habe damals gerade an meinem dritten Solo geschrieben. Ich hatte zum Rauchen aufgehört und wusste, es wird darum gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ich es nennen soll. Und er hat wie aus der Pistole rausgeschossen gesagt, filterlos. Und ich so, filterlos? Oh, gute Idee. Und dann hat er gesagt, du, aber dafür magst du nicht zur Tafelrunde kommen. Wir haben da ein neues Format. Und ich meine, nachdem ich wusste, okay, was das ungefähr sein wird, das ist einfach eine Kabarett-Sendung, sehr gesetzt, OF3, also das wird jetzt nichts Grausliches oder so, das wird jetzt kein Vorführen aller, ich weiß nicht was. Und die Leute, die er eingeladen hatte, waren doch alle sehr vernünftig und lustig. Und da war natürlich für mich, also ich habe mich total geehrt gefühlt, das war überhaupt keine Frage, mache ich mit ja oder nein, sondern ja, danke. Ich war schon kurz davor, an der Straße Gemüse zu verkaufen, danke. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Yay! Ja! Ja! Bin ich auch. Und ich frage mich, wie viele Jahre es brauchen wird, bis es ungefähr genauso viele Frauen auf den Kabarettbühnen in Österreich geben wird. Ja? Weil ich bin nach der letzten Ausstrahlung, wie so oft in meinem Leben gefragt worden, sag mal, Aida, wie ist das denn so als Frau? Hä? Unter all diesen Männern. Und ich weiß nie, was ich darauf sagen soll, weil es ist eh wie als Mann auch. Nur dann halt ohne Hoden. Also besser. Nein, um Gottes Willen, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hoden hässlich finde oder so. Aber nein, Hoden sind halt ein bisschen wie Montage. Ja, so lang. Hängend auch so rum, so unmotiviert, so schlapp, müde, faltrig. Und wenn sie sich wenigstens gut anfühlen würden, aber nein, ist ihnen schon mal aufgefallen, dass sich Hoden anfühlen wie so ein Backerl Mozzarella? Ich bin so froh, dass ich keine Hoden habe, wirklich. Wenn ich Hoden hätte, ich könnte nicht einfach so rumsitzen. Ich würde was dagegen unternehmen. Ich würde sie mir, weiß nicht, aufspritzen lassen mit Botox oder keine Ahnung. Ich habe danach übrigens auch ganz viele Nachrichten bekommen nach dieser Tafelrunde. Das hat gereicht von hodenlose Frechheit bis hin zu, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die hat Gertrude geheißen und sie hat mir geschrieben, ohne Anrede, hat sie mir geschrieben, was sagen ihre Kinder eigentlich dazu, dass sie öffentlich über Hoden sprechen? Schämen sie sich? Und da habe ich ihr zurückgeschrieben, liebe Gertrude, ich weiß es nicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber durch ihre Nachricht fällt mir erst auf, dass Kinder wie Hoden sind. Meine zumindest, weil ich habe zwei davon. Sie sind so unterschiedlich groß, aber beide hängen an mir. Danke, Gertrude. Mein Österreich hat 2000 Jahre gewartet auf dieses Jahr 2018. Mhm. Auf die Zeit der Erlösung, ja. Die Zeit der Erwachung, auf den Messias. Ja. Da war er dann. Da war er dann, ja. Er ist jetzt da. Ja. Jetzt ist man er da. Man erkennt ihn vielleicht nicht gleich im ersten Blick, das ist ein privater Schnappschuss von ihm, den er uns zugespielt hat. Ja. Das ist von seiner Matura-Reise. Ja, ja, na, seine Freunde waren da alle beim Komasaufen und er hat gesagt, ja, er macht lieber das auch dort, was er am besten kann. Am Meer war er schon da. Hm? Oder gleich durch der Route geschlossen. Sebastian Kurz. Ne? Sebastian Kurz, wir mögen den Sebastian Kurz ja, irrsinnig gerne, ja. Weil er ist so erfrischend. Ne? Ja. Also er bringt was Neues. Ne? Er hat nicht diesen Rucksack an Belastungen mit. Ne? Er hat ja weder Visionen, noch jetzt Haltungen oder so. Ne? Nein, er ist so erfrischend, kann er auf uns zugehen. Ne? Sebastian Kurz, da zählt das Framing. Ne? Und dementsprechend ist der Sebastian Kurz, eigentlich ist er ein Marketingprodukt, ne? Er ist ein Merchandising-Artikel. Ja. Der Sebastian Kurz ist die Hello Kitty der europäischen Regierungschefs. Ja. Ja.
Aber ich bin froh, dass wir keine linke Regierung haben. Ja, wir sagen mal, wie es ist. Nicht? Gerade wir sind Papas. Und kommt links, kommt Gesamtschule. Ja. Und wir sind Papas, wir haben eine gewisse Verantwortung. Wir haben uns Kinder angeschafft. Vor kurzem haben wir uns so kleine Kinder haben uns angeschafft. Ja. Nein, nichts Großes. Nein. Nein, nichts Großes. Nein, nein, aber wir haben uns gedacht, die Welt so, wie sie sich uns heute darstellt, in die kannst du einfach keine großen Kinder setzen. Ja. Ne? Und wir sagen klipp und klar Nein zur Gesamtschule. Ja. Ja. Man denkt, das ist einmal fertig. Ja. Eine gemeinsame Schule für alle 10- bis 14-Jährigen. Was ist, wenn die in Vorarlberg ist? Ja. Ja? Diese Fahrerei, wenn's da, nicht, bis die Kinder geschneitzt sind, kampelt und so, das kriegst du nicht. Nein, und das war jetzt, die Grünen wollen dann wahrscheinlich nur, dass die Kinder mit dem Radl von der Schule holen. Die Grünen, die wollen, immer wollen die irgendwas, die wollen. Es wird noch so weit kommen, die wollen noch im Parlament sitzen. Ja. Ja, die werden die noch wollen, die Grünen. Nein. Die Grünen, die haben mir letztens wirklich einen Brief geschrieben. Wirklich? Also die haben ernsthaft einen Brief geschrieben, da ist drinnen gestanden, man soll nicht mit dem Auto in die Arbeit fahren. Bitte nicht mit dem Auto in die Arbeit, was soll das? Da fahre ich lieber schon mit dem Auto, nicht in die Arbeit. Ja. Über das könnte man mal reden. Das Alleinstellungsmerkmal, also der große Plan hinter der Tafelrunde ist ja, dass man einmal im Monat über die aktuellen Dinge redet, die so passiert sind und die noch einmal satirisch einordnet oder bearbeitet oder sich lustig macht drüber. Das, glaube ich, macht es auch aus, dass das so aktuell ist oder immer aktuelle Ansätze dran sind, dass die Leute so gern mögen. Aber die Lindenstraße gibt es nicht. Oder gibt es noch? Es gibt hier Lindenstraßenexperten, das wusste ich vorher nicht, aber die Lisa Lindenstraßen-Aficionado, möchte ich fast absolut sagen, oder? Ja. Na, ich habe jede Folge gesehen. Du bist ja viel zu jung für die Lindenstraße. Nein, ich habe es alles nachträglich geschaut. Und ich muss sagen, es bricht mir das Herz, aber dass die Lindenstraße jetzt aufhört, das nimmt mir irgendwie die Angst vor dem Tod. Weil meine größte Angst war immer, dass ich stirb und nicht weiß, wie es bei der Lindenstraße weitergeht. Und das ist jetzt weg. Zumindest. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den Tag erleben werde, wo ich mir meine Pension abhole. Das wird es ja nicht, also mit 85 vielleicht nicht, wenn sie mich dann irgendwo zubelangen mit meinem Rollator nach Hause. Vier Nabis haben sie mir vorhin angeschraubt. Ja. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich sage, grüß Gott, mein Name ist Sal. Schauen Sie, es wird keine Begräbnisse mehr geben, bis ich dran bin. Bis ich dran bin, sind das Demount-Partys, so Ausbahnlerfeste, ja? Ja? Wo wir gut aussehen, jung und dynamisch hinscootern. Ja? Und das ist auf eBay angekündigt, mit Facebook vernetzt und vom Krematorium stehen schon die Ungarn. Grüße dem, die Kleintelbrigade. Ja? Mit der Flex im Anschlag. Ja? Der kann schon zu Hause auf einer Liste. Titanhüfte, gefällt mir. Mich schaust, ich flex die Hüfte. Dann hat er da Bandel, Gelenke, ja, Herzklappe, Bypass, so ein Ochterblock-Bandschein zum Nachladen vom Beständig. Da kommen die Kinder schon mit einem Zipferschluss hinten auf die Welt. Und das ist alles, das, wir werden, und das Ganze, also Augerl, Urle, Zante, Pepe, also alles Dings, wird dann kommt in so ein Behältnis oder Kiwe, wie wir sagen. Es geht nach Gewicht, wird zur Erbschaft dazugerechnet und. Und was von dir dann überbleibt, warum man mit dir so gerne zum Heurigen gegangen ist, das vertritt sie zu dem Gatsch. Schaut aus wie im Requisitenkammerl vom Terminator. Ja. Und trotzdem wollen wir alle älter werden. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, aber ich glaube, es genügt. Ja? Also, sagen wir 100. Ich werde 100. Außer, ich werde 100. Mit meinem Alter wirst du heute 100. Werden wir 110, werden wir 200. Stellen Sie sich das vor, Sie werden 200 Jahre alt. Und ab 70 dann tat die Knie weh. Das wird eine schöne Zeit im Sitzen. Ne? Und eines dürfen wir nicht vergessen, auch die Karlich wird einmal sterben. Ja? Und dann werden die Nachmittage lang, mein Lieber. Da zahlt er sie bis zum Nochmal. Aber ich kann... Es sehen alle so gut aus immer. Leute sind so fesch immer. Ich kann es überhaupt nicht mehr zuordnen, ob jemand alt ist. Ist man mit 100 jetzt alt? Nein, nicht. Natürlich ist man mit 100 alt. Heute sagt man das. Nicht? Aber verglichen mit einem Plastiksackel hast du ein Fünftel deines Lebens. Nicht wie ein Plastiksackel mit 500 Jahren alt. Nicht? Das kannst du dazwischen einkaufen, 200 Jahre, grobst du es wieder aus, gehst einkaufen. Nicht? Das kannst du mit einem 100-Jährigen nicht, wenn du den einmal einkaufst, ist er weg. Oder ein Mammutbaum wird 1000 Jahre alt. Was sind da 100? Ist doch lächerlich, oder? Was sind da 43? Überhaupt lächerlich. Soll ich mal sagen, mit 43 Jahren war Alexander der Große bereits, glaube ich, 15 Jahre tot. Ja?
Nur, dass ich in der Zeit, wo er die Augen offen hatte, das komplette Perserreich eignet hat. Ich habe nicht einmal einen Teppich von denen. Ja, also, wissen Sie, also, es ist ja schon wichtig. Wissen Sie, was ich meine? Also, es ist schon wichtig, was du machst in der Zeit, wo du die Augen offen hast. Ja, und für alle Kopfrechner in der Gruppe, ich bin geboren 1975. Bin ein Nachkriegskind. Ja? Was soll ich denn aufbauen, wenn alles steht? Ne? Es hat auch super funktioniert. Also die Leute haben das mögen, die Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, haben gern mitgemacht, haben gern Wein getrunken und gern drüber geredet. Das hat alles gut funktioniert. Und dass wir aber dann in der, ich glaube, es war die 8. Sendung, dass wir da schon einen Megaskandal erleben, also der Österreich quasi aus den Angeln hebt. Das war große Freude, ein Glück und hat, glaube ich, der Tafelrunde auch gut getan. Aber Alter, war das arg. Da bist du deppert. Ich meine, Game of Thrones, das Ende, nichts dagegen. Ja, oder House of Cards, vergiss es. Ja, das ist na, Wahnsinn. Das hier hat so eine Dimension, wo man sagt, das wird in Generationen, wird man noch darüber reden, weißt du noch, wo du warst, wie die Ibiza-Videos kommen sind. Ja? Ich weiß, wo ich war im Kino. Ja, ich war im Kino mit meinem Großen, wir haben uns angeschaut, Avengers The Endgame. Ein prophetischer Titel im Nachhinein betrachtet. Ne? Aber das hat angefangen um 6, wir waren daheim um 9, ich hab nichts mitgekriegt. Und dann auf einmal ding, 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 ding. Und dann schaust du das an und denkst, da bist du narrisch. Siehst die Videos, ich hab gleich gewusst, der Blade mit der Chica und mit dem Whisky ist der Sportminister. Aber sofort, war sofort klar. Ja, sofort klar. In der Privatwirtschaft, glaube ich, mache ich mir keine Sorgen um ihn. Da ist er bestens ausgebildet. Harte Strache wird es zurückgehen wieder in die Privatwirtschaft. Er ist ja gelernter Zahntechniker und Zahnarztassistent. Das ist ganz wichtig, Zahnarztassistent. Ich bin persönlich froh, dass er nicht selber Zahnarzt ist, weil das würde ich bedenklich empfinden. Der schaut dann in den Mund und sagt, ah, eine Krone, die verkauft man an die russischen Oligarchen. Es ist wirklich frei, es ist ohne Netz und das macht es aber auch sympathisch. Und das funktioniert letztlich auch nur deshalb, weil die Leute, die dort sind, nicht sich gegenseitig gegenüber bieten müssen. Es gibt nicht die Competition, wer ist jetzt der Allerlustigste, sondern man blödelt frei von der Leber drauf los. Und das ist ein Qualitätskriterium für mich. Also wirklich, also des einen Freud, des anderen Leid. Die ganzen Reisebüros, die haben sich natürlich murzgefreut, weil alle sofort grinsen und hingrinsen. Also super, wir buchen den neuen Sommerurlaub, weil da bei uns ist so schier, wir wollen in den Süden. Ibiza liegt total im Trend. Um auch das noch einmal zu erwähnen, ja, gibt super Finkers, ganz toll. Gut, das Einzige, ein paar Finker, da ist ein bisschen blöd, weil da kriegst du das Urlaubsvideo erst 2 Jahre später. Also. Und passiert ist das alles in Wahrheit in Spanien. Ne? Also das ist alles noch Auszug aus dem Handy vom Strache. Das ist für die Polizei ist das so ein Überraschungsei. Ne? Jeden Tag eine neue Überraschung ist da drinnen. Das ist irre. Ja. Nein, also entwickelt sich langsam, das Handy vom Strache entwickelt sich langsam zum Cordoba der Rechten. Muss man sagen. Ja. Die Staatsanwaltschaft stiehlt noch einmal, zweimal und Tor, noch ein Eigentor. Ich werde narrisch. Aber es ist natürlich humorvoll auch, kann man sich darüber lustig machen, aber es ist auch nicht lustig. Ne? Es hat Konsequenzen, da werden Leute Jobs verlieren, die ganze Berufsgruppen sterben aus. Ich meine, das schauen Sie uns an, wie wir da traurig sitzen. Ne? Also, was geht denn da noch drüber, bitte? Als Satiriker kannst du sagen, danke, das war's, ja, hör mal auf. Ne? Ich kenne Kollegen, die sind seit 30 Jahren im Geschäft, die warnen. Ja? Vitasek, ne, Resetaritz, die weinen am Boden, weil sie sagen, es geht nicht mehr, also wir hören auf. Es ist, ne, allein Goldreserven, für wenn die Welt untergeht, in einer Pension in Osttirol, die Enzian hast. Da kannst du sagen, danke. Na, Wiederschauen. Gratuliere, schöne Pointe, auf Wiederschauen. Na, kannst du aufgeben als Satiriker. Und dann kommt der Strache am Ende und sagt, er möchte wieder den Vorsitz der FPÖ haben. Aus, vorbei, danke. Aber vielleicht checkt das nicht. Ich glaube, das ist der Nikotinentzug vom Rauchverbot. Ich weiß es nicht. Ja. Oder hat ihm die Verliebte aber schlecht ins Hundefutter gemischt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist.
man muss ihm sagen, glaube ich. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit. Lieber Herr Strache. Nein, man muss es kindlicher machen, sonst versteht er das nicht. Lieber Heinzi, du bist schuld. Du bist schuld, dass es so ist, wie es ist. Du hast es kaputt gemacht. Nicht, dass es mich stört, ich finde es eh super, aber du hast es kaputt gemacht. Und niemand anders. Du bist schuld. Und wenn du jetzt sagst, du willst wieder die FPÖ übernehmen, dann ist es so, wie wenn der Fleischhauer zur Bratwurst geht und sagt, Schweinderl, ich mach's wieder gut. Verstanden? Das Besondere, finde ich, an der Talfunde ist die Stimmung, die immer eine extrem gemütliche ist, eine angenehme ist, eine fröhliche. Die besten Wuchteln passieren wahrscheinlich hinter der Kamera oft. Also immer oft, habe ich jetzt gesagt, immer. Aber nichtsdestotrotz schafft es auch der Gerald, dem das Ganze auch geschuldet ist, zu einem großen Teil, würde ich sagen, der immer mit seinem Charme und seiner Lockerheit und seiner nonchalanten, amikalen, familiären Art durch die Sendung führt, schafft diese Atmosphäre, in der ich mich und ich glaube auch für die anderen sprechen zu können, immer wohlfühle. Ein Freund zum Beispiel, der mir allabendlich die gleiche blöde Frage stellt, schlafst du schon? Das möchte ich abstellen. Das ist meiner, ich weiß was sonst. Das hört auf. Ja. Ich wehre mich gegen so einen Scheiß. Ja. Schlafst du schon? Ich meine, einmal möchte ich die Frage mit Ja beantworten können, dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Und es gibt ja auch wirklich viele blöde Fragen. Ja. Die Leute, die einen fragen, störe ich? Kennt ihr die Leute? Störe ich? Na, nicht mehr wie sonst. Ja, das ist also eine wirklich blöde Frage. Gestern bin ich in der U-Bahn gesessen, ist neben mir eine Zeitung gelegen, fragt mich der Herr gegenüber, lesen Sie die gerade? Natürlich, mit der linken Arschbacken, wie lesen Sie denn eine Zeitung? Also was, gegen solche Sachen muss man ja schützen. Das ist ja unerträglich, wenn das Jahr wieder so anfängt wie das letzte. Na, danke. Kein Zahnarzt hat doch auch auf die Frage, wo tut's denn weh, jemals eine gescheite Antwort gekriegt. Wie denn auch? Ja? Oder kennst du die Leute, die in der Kinderwagen alleine fragen, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Na, wo wird er sein? Designer Outlet Jeans probieren, da liegt er. Aber die allerblödeste Frage ist, glaube ich, immer noch die Frage, betrügst du mich? Wen sonst? Und dann kam logischerweise auch die Pandemie in die Tafelrunde oder die Tafelrunde zur Pandemie. Da haben wir dann auf wöchentlich umgeschalten. Ich war in den Weinbergen über Wien, habe dort quasi durch die Sendung geführt, die aktuellen Dinge besprochen und die anderen waren daheim und haben sich dann per Videotelefonie zugeschaltet. Das war, glaube ich, eines der am schnellsten produzierten Formate, also so schnell reagiert drauf, wie ich sonst eigentlich fast nicht mitbekommen hätte. Und alle waren auch alle gern dabei, nicht? Weil es war ja eh allen Vater haben, nicht? Jetzt natürlich die Devise, entweder zu Hause bleiben oder soziale Kontakte minimieren. Das heißt, es wäre kein Thema, dass wir uns gemeinsam treffen im Radiokulturhaus. Deswegen ich hier auf weiter Flur alleine mit einem kleinen Kamerateam, aber wir haben gebührend Abstand voneinander und ohne waschen uns die Hände ständig oder haben Desinfektionsmittel mit. Und die Kollegenschaft ist zu Hause. Denn es gibt trotzdem viele Themen, die wir besprechen wollen. Auch Corona natürlich, aber vielleicht auch das eine oder andere, was sonst untergehen würde. Die schönste Geschichte für mich war ja dann, ich weiß nicht, wie viele Sendungen wir da gemacht haben, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber wir sind da immer in den Weingärten gestanden und irgendwann ist einmal eine Frau vorbeigekommen und die Kollegen von der Redaktion immer haben gesagt, machen wir das da, geht das da? Und ich sage, ja, das können wir schon machen. Und dann kommt irgendwann eine Frau vorbei und was macht sie da? Ich sage, ja, wir machen OF13. Und sage, aha, okay. Nein, ich wollte nur wissen, weil das sind meine Weingärten. Und dann haben wir aber uns auf Sendung auch bedankt beim ich glaube, es war der Steinklammer, ja. Eurige Steinklammer oder aus Mauer. Vielen Dank dafür noch einmal. Ich erinnere mich ein bisschen, dass es während der Corona-Zeit wirklich ein Fenster nach außen war, weil es ja keine Möglichkeiten gab, auszutreten. Und man hat aber deswegen die satirische Tätigkeit nicht eingestellt. Ich bin jemand, der halt auch sehr viel Tagespolitisches kommentiert in der Satire. Und da war ich sehr froh darüber, dass es die Tafelrunde gegeben hat und man immerhin dort die Möglichkeit hatte, Dinge zu kommentieren und zu thematisieren. Und das ist echt gut. Also da hat die Tafelrunde sicher eine Funktion, hier eine Plattform zu bieten, Dinge anzusprechen, die ja, sonst vielleicht nicht angesprochen worden wären.
Aber wir sind in Österreich Gott sei Dank eh ganz gut versorgt und deshalb können wir uns auch konzentrieren auf so Sachen wie Homeschooling. Homeschooling. Ich weiß ja nicht, ob am Ende Corona mehr Tote fordert oder Homeschooling. Das ist eine sehr spezielle Situation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben ja momentan eine 14-Jährige, eine 9-Jährige und eine 7-Jährige im Bildungsexil und die sind schulisch, haben sie doch sehr unterschiedliche Anforderungen, aber was sie vereint, ist so der Blick auf uns Eltern, wie sie uns ausschauen, wenn man ihnen was erklärt. Ich meine, da hast du als Lehrer in der Schule schon einen wahnsinnigen Vorteil, weil da sind die Menschen, die du unterrichtest, in aller Regel nicht aus dir rausgekommen und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Und wenn ich so da stehe und ihnen dann Sachen erklären will und sie schauen mich an mit einer Todesverachtung, und denken sich, Mutter, wie bist du in deinem Leben überhaupt so weit gekommen? Dir schaut der Trottel aus die Augen. So wie du will ich nie werden. Ja, so schauen sie dir an. Und für mich ist das ein unglaubliches Impulskontrolle-Training. Wirklich, ich merke das schon. Das macht mich fertig, wirklich. Also da krampelt es mir auf. Diese Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs, die waren nicht für die Geburt. Nein, die waren genau für solche Momente. Ja, für Pandemien, für Ausgangssperren und für Homeschooling. Ja, nein, es ist wirklich, man überlegt sich beim Vögeln oft nicht, was am Ende rauskommt. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet, wirklich nicht. Apropos Vögeln, die Libido, die leidet auch ein bisschen unter der Quarantäne. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Sexualleben kommt momentan an die Dunkelziffer von Doktorspielen auf Ärztekongressen nicht heran. Was wir sehr schätzen an dieser momentanen Krise ist, dieses Nicht-Begrüßen, also nicht körperlichen Kontakt pflegen. Ja, also prinzipiell begrüßen würden wir schon weiterhin auch. Aber die Monika sagt immer, ich brauche den Körperkontakt eigentlich nicht dringend. Und das fängt ja bei der Monika schon an mit Handgeben, gell? Du findest das im Moment... Diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, ich brauche nur dieses Anschnudeln. Ich brauche Handgeben auch nicht. Aber Ellbogen geben, so wie wir es jetzt immer machen, so das geht eigentlich. Und das stelle ich mir eigentlich sehr super vor, wenn wir uns das zum Beispiel beibehalten würden. Angenommen, wir haben EU-Innenministertreffen und die begrüßen einander alle so. Hallo, servus, hallo, servus, hallo, 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 hallo. Ja, genau. Und dann ist auch der Ausdruck Ellbogentechnik gerechtfertigt, in dem Sinn in der Politik. Ich stelle es mir auch schön vor, in der Kirche. Ja, in der Kirche gibt man sich da... Nein, der Friedensgruß. Ach so, natürlich. Man sagt, der Friede sei mit dir. Ah, der Friede sei mit dir. 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 Und da kannst du dann schon richtig anreißen. Ja, und man kann dann mehr... es hat dann mehr was von am Friedhof mit dir, am Friedhof mit dir. Dann sagt man wenigstens das, was man meint. Ja, genau. Ja. Ist eh hausinterne Konkurrenz, aber wenn man jetzt einmal den Kabarettgipfel nimmt, dann ist es große Sache, Hauptabendprogramm, viele, viele Proben, viele Kamera-Dings da. Und da geht ein bisschen, die Gefahr ist, dass da ein bisschen der Esprit verloren geht. Und das ist halt hier schon da, deswegen mag ich die Tafelrunde gern. Außerdem ist es so wahnsinnig gut bezahlt. Eine Begleiterscheinung von dieser Pandemie war ja, dass ich wieder angefangen habe, nachdem ich, glaube ich, alle Serien gestreamt habe, dass ich wieder angefangen habe, normal fernzusehen, in Echtzeit. Lineares Fernsehen, ORF, was ist hier Org? Müssen wir ausprobieren. Nämlich, also wirklich, also nicht. Also. Also nicht Melkon mittendrin, sondern ZIP 1 um 19.30 Uhr beim Abendessen, so wie früher. Ja. Und dann weiß ich schon, rennt die Werbung. Ja. Und das ist mir richtig angegangen. Werbung, zum Beispiel. Kitschimea, ist das nicht geil, wo das Kind sagt, mein Papa lässt immer so viel Scheiße, oder? Ist das, Papi macht immer Pups. Bitte, wenn das mein Kind von mir sagt, vor fremden Leuten im Fernsehen, dann sperre ich das Amazon-Konto, bis der Schell wackelt. Wirklich. Oder was, das ist andere depperte Kind, wo der Vater... 3 Stockwerke eine Kiste Mineralwasser aufschleppt, weil der Lift hier ist oder ich weiß nicht, weil die im Substandard wohnen, weil es in prekären Verhältnissen, weil er arbeitslos ist, der zahlt die Mineralwasserflaschen auf und dann sagt das depperte Kind, Papi, denk an die Umwelt, nimm, kauf diese Soda-Dings da, bummste, ja. Blödes Kind, hätte ich sagen. Hörst, wenn ich rechtzeitig an die Umwelt gedacht hätte, wärst du gar nicht auf der Welt, du Rotzpippen.
Wirklich. Kinder an die Macht, danke, haben wir schon. Wirklich. Na, einer der einprägsamsten Momente in den letzten 5 Jahren war sicher, wie der Thomas Maurer über den Corona-Tod seines Vaters geredet hat. Und ich weiß noch, ich glaube 3 Tage oder 4 Tage vorher hat er mich angerufen und mich angeschrieben und gesagt, du, wir haben ja Tafelrunde und ich würde gerne darüber reden, weil mein Vater ist gestorben. Und das war schon so, okay. Und wir haben dann halt geredet darüber, ob er es, ja, er möchte es wirklich machen, weil es ist ihm ein Anliegen, um auch darauf hinzuweisen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es aber zum Schluss. Zuerst war die Überlegung, ob wir damit anfangen. Und ich habe gesagt, naja, machen wir am Schluss. Und dann war eh nichts mehr zu sagen, in Wahrheit. Das war sicher einer der einprägendsten Momente der letzten Jahre, die ich erlebt habe. Das war sicher ein aus jeder Durchschnitt raus stechender Auftritt, den es wahrscheinlich auch gegeben hat, weil es die Sendung gegeben hat. Weil wenn das nicht aktuell gewesen wäre und wenn es nicht eine politische Dimension gehabt hätte, dann hätte ich das privat belassen. Aber nachdem das ziemlich zusammengefallen ist, das politische Versagen, das zumindest in Zusammenhang vielleicht wahrscheinlich mit dem Tod meines Vaters gestanden ist und der Auftrittstermin, hat sich das tatsächlich eines aus dem anderen ergeben. Es gibt ein Zitat von Woody Allen, das besagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Bedeutet, irgendwann einmal ist alles zumindest auch lustig. Und wenn das stimmt, ist das vielleicht eine gute Nachricht für all diejenigen unter uns, denen nach einem Jahr Lockdown doch langsam der Schmäh auszugehen droht. Irgendwann drehen wir uns vielleicht um und sagen, na komm, es war schon lustig, aber kannst du dich erinnern, die Querdenker-Rede vom Kickl, ja, wo diese Goebbels-Parodie damals gemacht hat. Ne? Und in den Schulen, wo sich die Kinder jetzt selbst verpflichtet werden, in der Nase zu bohren, ich habe einen Spruch mitgebracht von meiner Oma auch, ja. Nase bohren ist eine Schande in der Stadt und auf dem Lande. Das hat mir meine Oma beigebracht. Und jetzt werden die Kinder verpflichtet. Ja? Fühle mich genötigt dazu zu sagen, der Text ist nicht von mir, der ist wirklich vom Kickl. Die Intonation ist natürlich nur teilweise vom Kickl. Wobei, ich finde jetzt so mal rein aus beruflicher Warte, wann das wirklich als Goebbels-Parodie angelegt war, ist es handwerklich ihm ganz gut gelungen. Absolut. Ja, aber gut. Und generell sind ja, was eigentlich logisch ist, Länder, die ein nationales Impfmanagement hatten, besser bisher gefahren damit. Man muss aber da einräumen, Österreich war da ganz vorn dabei, bereits vorigen März ist man dahergegangen, hat von der Krankenkasse, also Entschuldigung, Gesundheitskasse heißt es jetzt, ja, denen hat man gesagt, Kinder, jetzt haben wir euch um irrsinnig viel Geld zusammengelegt, ihr habt die E-Cards, die Daten von allen Österreichern, da kann man was machen, geht es mal durch die E-Medikation, dann kann man die Risikopatienten vielleicht rechtzeitig warnen, ja, nach der Medikation, weil wenn man, weiß nicht, wie mein Vater zum Beispiel an der Lunge so bedient ist, du hast schon die große Sauerstoffflasche für zu Hause verschrieben kriegst, kann man daraus den Schluss ziehen, der braucht jetzt nicht unbedingt Corona auch noch. Und es ist gemacht worden, das nationale Impfgremium hat eine Priorisierung erarbeitet, ganz differenziert, wer wann wie drankommt. Das Ministerium hat das rausgegeben und zwar mal als Empfehlung, nicht als Anordnung. Wer gegangen, aber wer ein bisschen grob gewesen. Und das finde ich finde das auf ein herzerwärmend Ort österreichisch. Weil bei uns ist ja der Konjunktiv auch eine Höflichkeitsform. In Deutschland sagt man, Herr Ober, einen Kaffee bitte. Bei uns sagt man, Herr Franz, könnte dich eine Schale geholt haben. Ne? Und es ist nett. Ich mag das wirklich gern. Und dementsprechend hat man auch vom Gesundheitsministerium her gesagt, könntet ihr eventuell die zerstimpfen, die es wirklich brauchen, wenn es keine Umstände macht. Das wäre total nett von euch. Ne? Und es war ja auch nicht so ein Zeitdruck. Ne? War voriges Frühjahr, kein Impfstoff noch in Sicht. Im Herbst, wie sich dann abgezeichnet hat, halt, da kommt wirklich einer. Ja? Dann hat man gesagt, okay, da darf jetzt nichts schief gehen, das muss ist nicht schnell gehen, ganz präzise, das muss wie am Schnürchen klappen. Und damit es wirklich gewährleistet ist, gibt es eigentlich nur eine bewährte Patentmethode, Föderalismus. Neunfach halt einfach besser. Die Bundesländer sollen das machen. Die haben das auch gemacht mit
unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere was die Risikopatienten angeht. Irgendwie war das dann doch ein bisschen unrund und dann hat der Gesundheitsminister diesen März einfach eiskalt die Verordnung vom letzten März in Kraft gesetzt. Aber jetzt, auch damit es nicht so grob wirkt und sich der Föderalismus nicht so kränkt, auch einmal zunächst in Gestalt einer Begriffsneuschöpfung, nämlich in Gestalt der verbindlichen Leitlinie. Rhetorisch eine Kontradiktion in adjecto, der saure Zucker, das trockene Wasser, die verbindliche Leitlinie. Ob man sich an etwas, was einerseits nur eine Leitlinie, andererseits aber verbindlich ist, tatsächlich halten muss, wird wahrscheinlich irgendwann auch ausjudiziert werden, außer man sagt gleich, wir werden keinen Richter brauchen. Ne? Oder nehmen wir ein konkretes Beispiel. Montag vor einer Woche bin ich im Auto unterwegs, erwischt zufällig tatsächlich im Autoradio noch einen Ausschnitt aus der Goebbels-Parodie vom Kickl und bin daher so thematisch und emotional einigermaßen nun vorbereitet auf den Anruf, den ich wenig später entgegennehme. Da ist gegangen, also ich habe es eh schon erwähnt, mein Vater ist zum Beispiel Risikopatient, 79, schwer übergewichtig, stark lungenleidend, also Risikopatient par excellence. Und er hat nicht selber angerufen, sondern es war das Spital, in dem er seit seiner Covid-Infektion gelegen ist. Und es, so als Faustregel, wenn einem mitten in einer Pandemie das Spital sagt, man darf jemanden um 10 Uhr auf die Nacht in der Intensivstation besuchen, das ist normal kein gutes Zeichen. Habe ich mir gedacht, gut, dummle mich, bin hingefahren, habe ihn besucht und am nächsten Tag war er tot. Und das ist natürlich jetzt kein welthistorisch bedeutsames Ereignis, aber es ist, finde ich, doch schade, ich habe den ganz gern wegen. Und weil ja so ein Stand-up auch eine Schlusspointe braucht, 2 Tage später war dann in der Post die Benachrichtigung, dass er sich zur Impfung voranmelden kann. Und wenn das stimmt, was der Woody Allen da gesagt hat, dass Komödie, Tragödie plus Zeit ist, dann kommt vielleicht irgendwann tatsächlich auch der Tag, wo ich das auch komisch finde. Bin schon neugierig. Thomas Maurer hier in der Tafelrunde. Meine Damen und Herren, das war's für diesen Monat. Vielen Dank, Thomas Maurer, Christoph und Lollo, Verena Scheitz, Andreas Witasek. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns nächstes Monat wieder. Dankeschön, auf Wiedersehen. Nachträglich habe ich mir gedacht, lustig, dass ich mir das nicht länger überlegt habe. Es war so eigentlich ein ziemlich kurz entschlossene Geschichte und ich habe den ganzen Auftritt, glaube ich, in 1-2 Stunden so von den lockeren Einschickscherzen bis zur bitteren Neige in einem runtergeschrieben gehabt und dann habe ich mir einfach, glaube ich, beschlossen, dass ich gar nicht darüber nachdenke, ob ich das mache oder nicht, sondern es dann einfach gemacht. Ich glaube, es ist auch für den Thomas gut, dass er sich da äußern konnte und das auch verarbeiten konnte. Und das ist hier auch die Stärke des Formates, weil es halt sehr spontan und kurzfristig geht. Also man kann spontan reagieren und in dem Fall eine Stärke und gut, dass das möglich war. Die Rückmeldungen auf die Sendung waren auch überwältigend. Also das hat schon ganz weite Kreise gezogen, weil es, ich glaube, auch das erste Mal war, dass ein lustiger, humorvoller, satirischer Mensch über sowas Persönliches geredet hat. Wenn man nur zusammenrechnet, was Zeitungen praktisch berichtet, darüber geschrieben haben, dass das stattgefunden hat, und die wieder Leserforen hatten, dann waren da, weiß ich nicht, da müssen ein paar tausend Postings zusammengekommen sein und dann halt dort, wo ich, also auf Facebook hat sich auch irgendwie aufgestaut, da, also ich bin zwar kein sehr eifriger Facebooker, aber man findet mich. Und das war natürlich auch viel zu viel, um irgendwie einzeln reagieren zu können. Und natürlich hat es eine Million, aber es hat viele Medienanfragen gegeben. Und ich habe dann beschlossen, ich mache ein großes Interview, das ich dann dem Falter gegeben habe. Und wer noch drüber schreiben will, kann es ja von dort aus schreiben. Und dann ist eh auch wieder, wie nach post allem, wieder Normalität eingekehrt. Abo-Millionen. Für eine Website, die kein Schwein braucht. Eine Dissertation, wo du denkst, Frau Ministerin, her sind sie eingraucht. So eine Festplattenschredderung mit gefälschter E-Mail-Adresse.
alles völlig übliche Vorgänge. Woher kommt da das Interesse? Bitte, das sind doch alles nur Nestbeschmutzer, die da was kritisieren. Die wollen doch nur unser gutes Ansehen im Ausland ruinieren. Klar gibt's ein paar Geschäfte an, aber das geht ja nicht einen jeden an. Es gibt viel sinnvollere Themen, über die man reden kann. Zum Beispiel die Berge, zum Beispiel die Seen. Wir haben auch einen Dom und einen Strom, bei uns ist alles wunderschön. Wir haben die Sachertorte und den gesurten Schwedebach. Wir haben den Mozart, den Schubert, den Mahler, den Liszt und den Beethoven, den haben wir auch. Wir haben den Schnee und den Schmäh und die Goldhaube-Tradition. Aber eins haben wir sicher nicht. Eins haben wir sicher nicht. Das haben wir ganz sicher nicht. Das haben wir ganz sicher nicht. Wir haben ganz sicher nicht. Keine Korruption. Ja, die Tafelrunde Open Air, ganz, ganz ein eigenes Kapitel, großartig. Ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte, ich nicht, aber ich glaube, ob es nicht Eda Mario war. Na, fantastisch war das. Praterbühne, man konnte da das ganze Jahr nicht spielen und dann sind die Open Air Bühnen entstanden und dort Viktor Gernot und seine Leute haben uns eingeladen. Das war schon Rock'n'Roll. Also auch kameratechnisch mit Kran und allem drum und dran, volle Hütte, große Begeisterung. Ja, mich freut es, dass ich wieder da bin. Es ist übrigens wirklich, ich bin jetzt wirklich, das ist mein erster Auftritt vor 600 Leuten, also das erste Auftritt überhaupt und dann gleich vor so viel Leuten. Und das freut mich besonders, wenn ich in die Leute schaue. Ja? Das, was mich nicht so gefreut, dass mir jetzt wirklich vier Kollegen hinten am Arsch schauen. Ja? Das ist ein bisschen ungut, muss ich sagen. Ja. Aber wir haben auch schon was Schönes gesehen. Ja, ich habe es ja auch schon was Schönes. Das ist so, man zum Beispiel, man kauft Sachen beim IKEA, die man nicht braucht. Ein Beispiel, zum Beispiel sehr viele Frauen. Was kaufen sehr viele Frauen beim IKEA, die man nicht braucht? Servietten und Kerzen. Jawohl. Zwei Sekunden, ein Wahnsinn. Nein, wirklich, es ist zwei Sekunden, so schnell war es überhaupt noch nicht. Aber dann merkt man, nein, das ist wirklich so. Meine Frau zum Beispiel hat Servietten, die hat zu jedem Anlass hat die Servietten. Also zu Weihnachten, Ostern, Allerheiligen sind schwarze Servietten. Ja. Sogar zum Weltsporttag. Ja. Die hat diese 100-Euro-Servietten, das ist ein Wahnsinn. Oder zum Beispiel, was meine Frau, was die Teelichterl hat. Wir haben, glaube ich, 500 Teelichterl haben wir da. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, so viel Tee kann ich gar nicht saufen, was wir Lichterl haben. Ja. Und da habe ich gesagt, vielleicht kaufst du mir ein paar Bierlichterl. Die erste Sendung war eben im Günther, oder? War nicht der Günther Leiner in der ersten? Der war so besoffen. Der war so besoffen. Weil der hat Durst gehabt und der hat halt getrunken. Und ich habe mir gedacht, der redet so viel. Und irgendwann kommt er und sagt, was denn alles? Jetzt habe ich die ganze Flaschen Wein fast ausgetrunken. Aber es war ein sehr schöner Abend und der ist noch lang gegangen, der Abend. Also ich nicht, weil ich musste heim zu den Kindern, aber das Seidel, der Leiner und der Witterseck sind beim Witterseck in der Küche verendet um 2:30 mit Eierspeis. Also auch das ein legendärer Moment, aber ohne mich leider. Wenn man sich daran erinnern kann, war man nicht dabei. Aber ich kann mich noch erinnern, weil es war bei mir zu Hause. Wir sind dann noch zu mir gefahren, es war noch sehr spät in der Nacht. Der Hund hat sich gewundert, warum auf einmal Leute bei mir in der Küche sitzen. Und wir haben dann noch Eierspeis gekocht, glaube ich. Es war sehr lustig, sehr lustig. War auch ein Auftritt, der mir eigentlich in Erinnerung bleibt, denn auf der Praterbühne, natürlich Open Air, hat immer einen eigenen Reiz. Und da ich ja jetzt Intendant in Güssing bin, versuche ich auch die Tafelrunde in naher Zukunft oder fern, in Zukunft zumindest, auch einmal auf die Burg zu locken für ein Open Air. Ich habe einmal gespielt am Volksstimmefest. Volksstimme, wunderbar, gutes Essen, gutes Trinken, was so. Und ich tritt auf, ja, und unten ist eine Horde von Kindern, ja, und die schreien, nein, 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 nein. So, ja, ich bin nicht der Clown Enrico, ich bin ein Kabarettist, ich muss jetzt mit den Eltern ein bisschen spielen, kann mich jetzt nicht auf euch einlassen. Nein, nein, nein. Sag ich, vielleicht, dass sich die Eltern vielleicht kümmern um
die Kinder, die da sind. Die haben sich gedacht, na, da soll ich mal schauen, wie mit unseren Schoben umgeht. Ja. Die haben nichts gemacht. Habe ich gesagt, können Sie auch was anderes sagen als nein? Ich weiß, das ist schwer mit linken Eltern. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ich habe auf meine Rolex geschaut. Hab gesagt, das war's für heute. Hab mich in mein SUV gesetzt, bin über die Jesuitenwiese drüber gefahren. Direkt ins Steirereck. Nein, man muss ja nicht alles. Man muss ja nicht alles mitmachen. Der Kurtl hat sich eine Uhr gekauft, freiwillig, die ihn vollständig überwacht, komplett. Ja, komplett. Die hat er direkt am Handgelenk, weil da sehe ich dir ein bisschen hin. Und wenn der Kurtl zum Beispiel heute aufhört zu atmen, ja, dann gibt ihm diese Uhr einen Stromstoß. Mit dem könntest du, glaube ich, Ramses IV. Auf den Thron zurück reanimieren. Also, der da sitzt wie Frischbrot, der Ramses. So. Und die ist ständig mit ihm in Kontakt, ständig. Und letztens schreibt ihm die Uhr, sie sind sexuell inaktiv. Ja? Habe ich gesagt, Kurtl, gib's einmal aufs andere Handgelenk. Ja? Hat sie ihm geschrieben, sie sollten Samenspender werden. Ja. Hab ich gesagt, Kurtl, das ist doch sehr lukrativ. Ich habe gelesen, für eine Samenspende kriegt man 50 Euro mittlerweile. Ne? Hat der Kurtl gesagt, hörst du, muss ich am Dachboden aufschauen. Ja? Ich glaube, da steht noch ein Handtierchen hinter der Tür. Ja? Das müsste dann 12 wert sein. Ja. Der ist zu viel, oder? Der ist zu viel. Den lasse ich weg, den schneiden wir aus. Entschuldige mich bei den Zusehern auf ORF3, liebe Barbara Rett, es tut mir leid. Was ich wahnsinnig gerne habe an der Tafelrunde, ist das improvisatorische Element drinnen. Auch so, dass es nicht so hundertprozentig vorbereitet ist, dass gewisse Freiheiten herrschen. Und wenn die Mischung stimmt von den Leuten, die da mitmachen, und das war bis jetzt eigentlich immer so, dann kriegst du was Jessiges und das habe ich eigentlich ganz gern. Dann ist eigentlich die Nummer ein bisschen ein Vorwand, um hinzugehen, aber es ist auch dann die Gespräche zwischen den Nummern und auch das Reagieren. Ich finde es auch schön, dass man auf der Bühne ist, während die anderen spielen. Das macht diesen eigenen Reiz aus. Nach 15 Lockdowns, man kennt es nicht mehr. Man kennt das Gefühl. Diese Eröffnungsbegeisterung hat mich überhaupt auch beim Gesundheitsminister, bei Mückstein, da wäre ins Amt gekommen, der wollte alles. Kurz habe ich Angst gehabt, dass er auch die Gefängnisse aufsperrt. Da war er kurz davor, aber da wurde er zurückgehalten. Aber es ist ja, mir taugt es. Ich habe mir oft gedacht, die Leute jammern und Corona Plus und so. Es war ein hartes Jahr, muss ich auch zugeben. Ich habe ja nichts gemacht, wenn Sie mir jetzt Kabarettist fragen, was ich gemacht habe. Null. Im Herbst habe ich schon gemerkt, das wird nichts mehr für meinen Job. Aber Gott sei Dank habe ich im Garten so einen Laubhügel und da wohnt ein kleiner Igel. Und da habe ich mich einfach dazugelegt dann. Und wir waren gemeinsam im Winterschlaf. Aber ich sage, was ist der pandemische Gewinn? Ich glaube, der pandemische Gewinn ist folgendes, dass wir in 20 Jahren unsere Enkelkinder mit dem Corona-Jahr 2020 belästigen. Und zwar genauso, wie uns die Großeltern vom Krieg erzählt haben. Corona muss unser Stalingrad werden. Ich freue mich ja schon, wenn da mein Sohn, mein Enkelkind steht, ja, und der fragt kurz nach 2020. Wir sagen, wir haben nichts gehabt 2020. Nix. Ich war nur zu Hause. Ich habe 3 Sofas kaputt gelegen. 3. Wir haben es am Ende vom Jahr aus der Jogginghose ausmeißeln müssen. Ja? Und nichts war im Fernsehen damals. Null. Nur Pressekonferenzen. Der Kanzler, der Kurz. Ja, ja, ich weiß, der ist noch immer. Der war schon damals. Ja, ja, der hat... Um Gottes Willen! Der hat damals in meinem Fernsehen gesagt, ich sehe Licht am Ende vom Tunnel. Ja, währenddessen, wir haben so viel Alkohol getrunken, ich war dicht am Ende von seinem Tunnel. Ja. Fressen habe ich 2020, sehr viel. Popcorn, Pizza, ich habe mich hochgefressen zur Risikogruppe. Habe ich mich hochgefressen, ja, damit ich früher geimpft wäre, habe ich gehofft. Und weißt du, was ich... Schau nicht so deppert. Und weißt du, was ich für einen Impfstoff gekriegt habe? Sputnik 2. Sputnik, ja, haben sie mir. Das haben 1986 die Wölfe in Tschernobyl gekriegt, damit sie nicht wachsen. Damit haben sie mich. Nein. Wir haben nichts gehabt 2020. Nicht einmal Klopapier. Es war alles. Ja, sie lachen jetzt. Das ist der pandemische Gewinn. Mehr haben wir nicht. So, zurück zum Thema. Ja. Sie sehen, ich habe ein Klavier mitgebracht. Zars gewaschener Bösendorfer, kann man sagen.
spiel gleich was. Es ist wichtig, dass wieder positive Stimmung ins Land kommt. Alle sagen, wir müssen positiv denken. Ich versuche es auch den ganzen Tag jetzt positiv. Wenn ich mich beim Rasieren schneide, denke ich mir, Wahnsinn, ich bin super durchblutet. Also ich find, also, es ist ja wichtig. Das Dopamin im Gehirn ist so wichtig. Glückshormon, man muss es provozieren. Dopamin, das weiß man aus der Forschung, entsteht bei Kleinigkeiten. Wenn man in ein frisch überzogenes Bett reinspringt, im Gehirn, Dopamin. Ja? Zerspringt bei der Ladung der Latenrost, Cortisol. Stresshormon, na sicher, wenn man sich ärgert, wenn man sich denkt, na geh, ich wollte beim IQ dreistellig sein, nicht beim Gewicht. Ja, da lacht nicht jeder. Das ist, ja, das ist klar. Humor kann wehtun, das ist eine Teilaufgabe vom Humor. Das Schöne beim Dopamin ist, entsteht, das ist erforscht von Gehirnforschern. Wenn dir ein fremder Mensch winkt, dann entsteht in deinem Gehirn Dopamin. Ist das aus, ist der Polizist beim Planquadrat. Dann halt, ja. Aber wisst ihr, was ich mache? Wenn er winkt, dann winke ich zurück und fahr weiter. Na sicher. Das ist eine Win-Win-Situation. Entsteht bei ihm Dopamin und ich behalte meinen Führerschein. Also ja, alles schön. Man muss das Leben wieder genießen können. Ich glaube, die Tafelrunde hat proaktiv eine Außenspielstätte gesucht für den Sommer, dass man einfach im Freien sommerlich aufnimmt. Und zwei Saisonen hat es die Gernotz-Praterbühne gegeben. Und das war, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Wir waren im Fernsehen und ihr habt eine schöne Sommerheimat gehabt für zwei Sommer. Und das Ambiente war ja wirklich Bussi, wie man sagt in Wien. Meine hohe Zeit geht nie vorüber. Ich fürcht mich nicht vor Marktwirtschaft. Alles wird neu. Nur ich bleib über, sagt's mir, wer hat außer mir die Kraft? Was? Dauerhaft. Der freie Markt hat euch belogen. Ihr glaubt, es gewinnt, nur wer brav spurt. Hör ich das Wort leistungsbezogen, da lach ich gut. Da kann man machen, was man will, da hilft kein Rationalisieren. Vergeblich bleibt hier euer Mühen, ihr werdet mich immer finanzieren. Ich trotze Regen, Wind und Sturm. Ihr seid mein Apfel, ich der Wurm. Und wenn ihr alle vor mir kniet, da bin ich in mein Element, bei Polizei oder Justiz oder am Amt als Referent. Leute wie mich gibt's hier zuhauf. Drum regt euch nicht auf, es hat keinen Sinn, weil ich ein Arschloch bin. Ja. Ganz ehrlich, es ist ziemlich gelöst. Es ist ein richtiges Klassentreffen, könnte man sagen. Es wird ja auch dann, zumindest bei der Sendung und auf der Bühne, wird dann auch Wein gereicht. Und das ist ja eine, wie man weiß, eine Zauberformel, um bis zu einem bestimmten Grad die Stimmung zu heben. Dann gibt es einen Grad drüber, da ist dann die Stimmung auch gehoben, aber dann verliert es prozentual an Niveau. Das ist dann nie gegeben bei der Tafelrunde. Also das ist, nein, man freut sich, dass man sich wieder sieht. Zum Teil sind das halt, das dann wirklich dann, Wahnsinn, wann war das letzte Mal? Und dann sitzt man nebeneinander, hört zu, kichert, kudert und gibt selbst sein Bestes. Es ist für alle, die irgendwie einen Job haben, der ihnen keine Freude macht, es tut mir leid, das ist wirklich ein geiler Job, bei der Tafelrunde dabei zu sein. Ich wollte als Callboy wirklich viele Politiker in den letzten Monaten anrufen, aber die haben alle keine Handys mehr. Und ja, jedes Mal, wenn ich angerufen habe, hat der Staatsanwalt abgehoben. Außer beim Kurz, da war es die Mama. Die war noch strenger. Dabei hätte ich so viele Ideen gehabt, ich wollte den Doskozil, den Blümel, den Strache anrufen, und zwar als Immobilienmakler und in einer Wohnung andran. Ich sage, warum Wohnung? Ich sage, ja, dann habt ihr keine Hausdurchsuchung mehr. Aber schau, man kommt eigentlich im Lockdown als Kabarettist auf ganz blöde Ideen, das ist so. Im ersten Lockdown habe ich sehr viel ferngeschaut, da ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Werbung ist schlechter geworden.
ist mir aufgefallen, na wirklich, früher haben wir so Werbung gehabt, so Cornetto, L'estate e tu oder Raffaello oder der Cola Lightman. Jetzt haben wir Dr. Böhm. Na, kennst du Dr. Böhm, Ein- und Durchschlaf. Dr. Böhm, Gedächtnislücken mit Dr. Böhm. Du, Magenunverträglichkeit, Blasenschwäche, Scheidentrockenheit. Das musst du dir mal vorstellen. Die ganze Zeit Dr. Böhm. Ich war mir so, mit einmal der Bob Sprennt. Wirklich, mit so der Bob Sprennt, das war Wahnsinn. Mit so der, hab ich angerufen in der Apotheken, haben sie nichts gehabt. Der Dr. Böhm hat nichts gehabt. Ich so, aber mir brennt der Bob schon. So, das ist das Gegenteil von Scheidentrockenheit beim Mann, ist, wenn der Bob Sprennt. Weißt du? Also, ich hab gesagt, nein, es brennt. Ah. Aber so hat er, so brennt. Er hat so, dann gesagt, was mache ich, jetzt brennt der Bob schon. Er sagt, wieso brennt das, ich weiß nicht. Ich habe das Aftershave ganz normal eingeschnitten. Es ist eine sehr familiäre, gemütliche Bande, die sich trifft und das ausheckt. Wir können in Wahrheit sagen, was wir wollen. Es wird nicht zensuriert, es wird nicht großartig gegengecheckt. Und dieses Machen lassen, dieses... Wir wissen schon, ihr seid super, wurscht, was macht's, macht's einfach. Das macht's, glaube ich, aus, dass sich die Leute wohlfühlen und dass man einfach sich freut auf den Abend, den man mit Freundinnen und Freunden verbringen kann und jeder dann aber eh den Anspruch hat, aber da mache ich schon was Gescheites. Ja, wir haben ja jetzt viele Monate gehört, es ist Licht am Ende des Tunnels, gell? Mittlerweile wissen wir, es ist ein entgegenkommender Zug. Der Delta Express aus Indien, nicht? Aber ja, ich denke, solange Parteien von Impfgegnern 6% erreichen, dann wird es noch ein bisschen dauern, nicht? Und wenn so Menschen, die so ein bisschen klein, aber umso breiter aufgestellt sind, propagieren, dass man gegen dieses Coronavirus vorgehen kann, indem man Bitterstoffe konsumiert und Bewegung an der frischen Luft macht und ein bisschen Vitamin C schluckt, ja, da wird mir auch klar, warum es immer noch Klettverschlussschuhe für Erwachsene gibt. Ja? Es ist, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja? Ich bin jetzt auch ein bisschen Lockdown-müde geworden. Ja? Das ist auf zu, es hat mich wahnsinnig porös gemacht. Ich möchte auch nicht mehr, aber für mich beschlossen, wenn jetzt noch ein Lockdown käme, mache ich nicht mehr mit. Ja? Bleibe daheim. interessiert mich nicht. Ja, es ist 1G, 2G, 3G und ich sage immer zu meinem Publikum, wenn 3G ist mir wurscht, wenn alle GGR, ja. Aber... jetzt kommt 1G und so weiter, nicht? Und es ist, wissen Sie, ich möchte auch wieder mit meinen Freunden über ganz normale Dinge reden, über die wirklich essentiellen Dinge des Lebens, über das Wetter. Ja, ist ja wurscht, wo du hinkommst, das wird Ihnen dann auch so gehen. Man kann ja auch über nichts anderes mehr reden. Dieses Thema ist so omnipräsent. Mir steht's da, wurscht, wo ich hinkomme. Und hast du das schon gekriegt? Ja, was hast du denn gekriegt? BioNTech? Doch, schau her. Hast du Fieber gekriegt? Na, meiner hat ja Fieber gekriegt. Na, der ist eine Woche gelegen. Eine Woche. Na, noch Moderna nicht. Nach Moderna hat er nach der ersten Impfung hat er Fieber gekriegt. Bei BioNTech kriegst du nach der zweiten Fieber. Nach der ersten hast du gar nichts gehabt. Na, mein Freund ist 3 Tage gelegen. Ja, 38, mehr wie bei der Grippeimpfung, da hat er mehr gehabt. Na, aber ich bin froh, dass er BioNTech gekriegt hat. Na, Astra haben wir gesagt, nehmen wir nicht. Astra haben wir gesagt, da waren wir so froh, dass man sieht, wo das Auto schon so erkraxen, gell? Und jetzt haben wir gesagt, nein, das ist Pfizer. Und ich denke mir immer, wo sind die Teamchefs? Ja? Alle haben sie umschulen lassen. Auf einmal weiß jeder, was ein Vektorimpfstoff ist, wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert, was ein Totimpfstoff ist, wie eine Kryptowährung funktioniert, warum ein Elektroauto super ist, warum es da nicht super ist, warum ein E-Fuel die Zukunft sein wird. Und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, ich möchte mich an dieser Meinungsinkontinenz nicht beteiligen. Ja? Ich habe nämlich viel mehr Meinung als Ahnung. Wenn man das weiß, glaube ich, macht es ja nicht wesentlich viel, wenn man seinen Senf ein bisschen in der Tube lässt. Ja? Weil ich von dieser ganzen Impferei, ich bin Teamchef geblieben. Bin wirklich Teamchef geblieben. Mir taugt es viel mehr, wenn ich ein bisschen über die Giga herziehen kann und so weiter, die Erfolgsgeschichte des ÖFB, als über die Impfhistory in Österreich und so weiter, nicht? Und es ist ja auch so gewesen, dass in diesen Lockdowns, ja, es war also natürlich fad, also ich hätte viel lieber mein Publikum bespielt, keine Frage, ja, und auch meiner Frau wäre es lieber gewesen, ich wäre nicht dauernd daheim pickt, aber die ist das auch nicht gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war das nicht so als Tourneekünstler, ich spüre 3 bis 4 Mal die Woche, nicht? Und auf einmal 15 Monate das daheim, wir sind nach wie vor verheiratet, muss ich auch dazu sagen. Aber hintausse hat es schon ein bisschen, mir hat es schon zusammengezwickt. Da habe ich schon gemerkt, jetzt du, wann könntest du ja wieder spielen? Schaust du eh, bis ich, dass du bist eh, du schaust, okay, du bist eh. Gut, dann, das, jetzt müsst ihr ja schon wieder gehen eigentlich, nicht? Das ist... Ja, es war, aber es war trotzdem, muss ich sagen, die Kurzweil war garantiert, nicht? Weil ich bin ja wirklich auch froh, dass ich in meinem beruflichen Schaffen von der Polizsatire verschont bleibe. Aber Kollegen wie der Florian zum Beispiel, ja, der Polizsatiriker ist, der hat massive Konkurrenz bekommen. Also so eine Pressekonferenz vom Koronalen Quartett, ich meine, das muss Satire stoppen, das ist ja, das,
Also da sind ja Sachen präsent, die Erfolgsprojekte. Ja? Eines hat das andere gejagt, die Corona-Ampel, ein Projekt, um das uns die ganze Welt beneidet. Ja? Kaufhaus Österreich, meine Damen und Herren. Haben Sie dort geshoppt, Kaufhaus Österreich? Ich habe mir gedacht, ich shoppe dort. Ja? Und ich kann mich noch gut erinnern an die Pressekonferenz von der Frau Schrambeck und vom Herrn Mara, ja, die das präsentiert haben. Und die Frau Schrambeck, und da muss ich auch eine Lanze für Sie brechen, die hat von Anfang an gesagt, nein, es ist keine Shopping-Plattform. Wir wollen Amazon nicht Konkurrenz machen. Und wie es das gesagt hat, hat man in Amerika einen Mann tief durchatmen gehört. Ja? Der Jeff Bezos, der hat gesagt, Gott sei Dank machen die keine Shopping-Plattform. Ja. Wenn die Schrambeck und der Mara eine Einkaufsplattform im Internet machen, da kann es Amazon zutrauen. Da hat es sich erledigt. Ja. Nein, sie hat gesagt, es ist ein Suchregister, wo man österreichische Online-Shops suchen kann. Und da hat sie auch vollkommen recht gehabt. Suchen kannst du es ja. Ne? Also, es ist, naja. Moment, da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Ja? Sonst wäre es ein Findregister gewesen. Ja? Nein, es ist ein Suchregister. Ja? Und ich natürlich, haben wir gedacht, nein, komm, der Chef hat eigentlich eh schon nur Bezos. Stärken wir... Dankeschön. Warum? Warum stärken wir nicht den österreichischen Handel? Kaufen wir doch regional ein. Ja? Und hab's versucht. Also der Wille war zweifellos da. Und ich dachte, naja, was kauft man zum Beispiel für Silvester? Habe ich mal gedacht, kaufen wir Fondue-Geschirr. Nicht? Und habe in dieses Ding habe ich eingegeben, Fondue-Geschirr. Und vorgeschlagen haben sie mir eine Alpaka-Wanderung am Doppelsee. Ja? Mit anschließenden Dachrinnenschnitzen mit Ausseerbauen. Habe ich mir gedacht, okay, mein Word ist auch nicht mehr das Neueste, ich habe kein Software-Update gemacht, vielleicht habe ich mich schier oder schlecht geschrieben oder undeutlich oder irgendwas, haben sie es nicht lesen können. Habe eingegeben dann Sternspritzer, also die für den Weihnachtsbaum, nicht die der Häupl trinkt. Und da habe ich dann gekriegt einen Link zu Zentralverschluss-Schneeketten für Mähdrescher. Also es ist, glaube ich, in der Programmierung, ja, ist es noch ein bisschen mit Luft nach oben versehen. Ja, es ist so, ich weiß nicht, vielleicht sollte man diese Leute, die das programmiert haben, auch weiter programmieren lassen. Einfach einmal als Versuchsprojekt, was kommt da raus? Man, die statt Kaufhaus Österreich, Laufhaus Österreich programmieren. Ne? Kommt man da ins Anmeldebüro von Wien Marathon oder, ne? Oder Saufhaus Österreich, da kommt man in die Tourismuszentrale nach Ischgl zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, wenn der Herr Blümel eingibt Laptop, kommt er zur Demenzberatung Wien. Ja? Also, es war, ja, das war, schauen Sie, also, und auch diese Anmutung von dieser Website, ja, ich habe mir gedacht, wer hat das programmiert dafür, was war günstig, muss man auch dazu sagen, nicht? 627.000 Euro, also ich könnte mir vorstellen, wenn man da drei Informatikstudenten um 5 in der Früh ausleitet und sagt, Burschen, du hast 500er, hast in 3 Stunden Webseiten, dass du den Knie gehst, nicht? Aber 627.000 Euro, na, nicht lachen, gehört Ihnen auch ein bisschen, Sie haben es mitzahlt, gell, also das ist... Sind wir alle dabei beim Kaufhaus Österreich, ne? Ja, genau, ich war Kamerakind. Das stimmt. Ja, genau. Ich habe damals ja bei 1, 2 oder 3 immer geschaut, wie der Michael Schanze gesagt hat, da gab es auch ein Kamerakind. Und das wurde mir, diese Ehre wurde mir bei der Tafelrunde zuteil. Umso schöner. 1, 2 oder welche, drei. Welcher Stück? Du musst dich entscheiden. 3 Züge sind frei. Ich wollte immer Kamerakind werden, habe es aber nicht geschafft. Du hast dich wirklich beworben ums Kamerakind? Ich wollte, aber ich habe mich nie traut. Ja, das hat ja. Jeder. Ja, es war sein Bubentraum, Kamerakind heute. Ja. Ja. Hinter der Kamera traut er sich nicht, aber vor der Kamera. Ja, könnten wir kurz, kannst du mit der Kamera kurz kommen, und dass es einmal halten darf? Diese Immobil, komm mal bitte her. Das wäre urlieb. Komm her mit der Kamera bitte, dann kannst du Alex einmal halten. Dann wird dieser Abend für mich wirklich auch... Wirklich toll, oder? Schau. Und könntest du die Kamera einfach nehmen und dann auf Christoph und Lolo schwenken, ja, Alex? Ja, nur mit Rahmen. Aber ja, mit Rahmen, ja, genau. Ich möchte es ja selber halten. Ja. So, genau, jetzt kriegt er mal einen Applaus, das Kamerakind, Alex. Ist das schön! Und hast du die beiden im Bild? Weil die kommen jetzt, meine, ja, Damen und Herren. Vor Jahren haben sie gesungen, wann kommt der Karl-Heinz endlich in Häfen? Die Antwort haben wir noch nicht, aber ich freue mich auf die neuen Lieder. Hier sind Christoph und Lollo! Das ist wirklich faszinierend, weil ich natürlich auch manchmal hadere damit, weil ich hier ernstere Themen bringe und ich mir dann denke, na super, beliebt mache ich mich nicht bei allen. Das will ich aber auch gar nicht. Und ich merke,
dass ich nachhaltig immer noch von, und ich weiß gar nicht, was man das sagt, ich muss 3 Jahre jetzt her sein, meine Nummer über die Elementarpädagogen, ich werde immer noch auf die angesprochen. Ich werde immer noch angesprochen und ich bin seitdem das Sprachrohr für die Elementarpädagoginnen und Pädagogen. Ich werde immer noch eingeladen auf Kongresse und auf so Veranstaltungen und ich werde in der Disco bin ich letztens angesprochen worden, du bist doch die, ich bin Elementarpädagoge und danke, dass du das damals gesagt hast. Und das fasziniert mich dann schon, weil ich mich ja auch wirklich gern für die einsetze und es freut mich natürlich, dass das dann auch gehört wird und das, also es gibt Schlimmeres als das Sprachrohr für diese Leute zu sein. Der Kindergarten hat stets auf und nie zu, weil Pädagogen sind tough, die brauchen keine Ruhe. Mehr Geld für Kinder, das gibt es nie, das fließt in Wirtschaft und Industrie. 1 Milliarde für Liebe und für Herz war für den Basti ein schlecht gemeinter Scherz. Er brauchte Geld, um die PR zu zahlen. Die Kinder brauchen nichts, die sollen halt was malen. Doch diese Weihnacht bist du nicht mehr allein, weil auch du wirst bald ein Elternteil sein. Ich wünsch dir und deinem süßen Fratz einen freien Kindergartenplatz. Die Tafelrunde ist ein Ort, wo ich mich als Kabarettistin wirklich so ausdrücken kann, politisch, wie ich das möchte. Das ist oft auf der Bühne nicht möglich. Also ich lasse es immer einfließen, aber hier ist es einfach, weil mich punktuell ja auch Themen ärgern, wenn irgendwas passiert. Und da kann ich punktuell drauf eingehen, weil ein Programm, das schreibst du, das spielst du, da ist es schwierig, dann immer extrem aktuell zu sein, noch dazu bei dem, was bei uns alles passiert. Deshalb liebe ich das an der Tafelrunde und bereite mich da auch dann immer gerne vor. Nur es ist immer eine Challenge, weil halt das zu lernen in der kurzen Zeit, natürlich zu schreiben zu lernen, das ist immer sehr herausfordernd. Der Ablauf einer Tafelrundensendung ist, dass ich im Auto am Weg zum Radiokulturhaus den Text mal lernen oder noch einmal lernen, laut vor mich her, sage und dann ankomme hier und allen einmal erkläre, ich muss nur meinen Text lernen. Also das erkläre ich jedem, ob sie es hören wollen oder nicht. Dann haue ich mein Zeug in die Garderobe und dann reden wir mal und plaudern, begrüße ich mal alle Menschen. Dann kommen alle und machen einen kurzen Durchlaufer, halt nur für die Kameras. Und dann ist es lustig, dann gehen alle und lernen ihre Texte. Dann gehen überall auf den Gängen, am Häusl, überall wird Text gelernt, weil ja jeder doch irgendwie nicht irgendeinen Ausschnitt spielt, sondern was Neues macht dafür. Und dann so kurz vor der Sendung, dann trifft man sich, trinkt ein Glasl und bereitet sich vor. Ich gehe dann auch mal Text lernen. Sage, in 5 Minuten geht's los. Nein, 7, weil einmal muss ich es noch durchgehen. Und dann gehe ich rein und plaudere ein bisschen mit den Leuten. Wir nehmen ein paar Applaus auf und dann geht's los. Meine Freundin, die hat Anfang Jänner so Symptome gehabt. Ich war schlecht, sie war mir und außerdem war es manchmal gereizt. Und mir war dann sofort klar, das sind eindeutige Symptome von einer Schwangerschaft. Ich habe aber nicht gewusst, was man in so einer Situation am besten machen soll. Und deswegen habe ich dann einfach mal bei 1450 angerufen. Bei der Gesundheitshotline. Die haben nämlich für jedes Problem eine Lösung. Ich habe die Symptome von meiner Freundin aufgezählt und die Frau am Telefon hat dann gesagt, oje, meine. Entweder meine Freundin macht einen Wohnzimmertest, das ist aber ziemlich unzuverlässig, oder wir gehen heute noch gemeinsam zu einer Teststraße. In Linz war an dem Tag Gott sei Dank so ein Massenschwangerschaftstest. Unsere Nachbarin war auch dort. Die ist 65 Jahre alt und Biologielehrerin in einer katholischen Mädchenschule. Ich habe sie dann gefragt, was sie da bitte macht beim Test. Und sie war dann voll verzweifelt und hat gesagt, ja, ich muss unbedingt testen gehen. Bei mir ist die ganze Klasse positiv. Die haben das alle vom Religionslehrer. Das ist in Oberösterreich Durchseuchung. Nach 10 Minuten ist dann so ein richtig alter Mann vom Roten Kreuz zu uns hergekommen, mit einem Stabal.
Ich habe Hallo zu ihm gesagt und meine Freundin hat sich dabei ihre Hosen ausgezogen. Fürs Testen. Der alte Mann vom Roten Kreuz war dann voll schockiert und hat dann gesagt, also, der Test war halt eh gratis. Den muss ich mir aufschreiben. Er hat dann gesagt, in spätestens 24 Stunden kriegen wir das Ergebnis. Meine Freundin und ich waren dann beide voll nervös und haben uns schon Babynamen überlegt. Der Favorit von meiner Freundin war Konstantin und mein persönlicher Favorit war Benedikt Mittmannsgruber. Also nur, falls es ein Mädchen wird. Nach 24 Stunden ist dann eine SMS gekommen und unsere Probe war wirklich positiv. Wir waren dann voll glücklich. Meine Freundin hat dann ihre Mama angerufen und hat gesagt, Mama, ich war gerade testen, ich bin positiv. Und ihre Mama hat dann gesagt, ich hab's gewusst, dass es uns einmal treffen wird. Ich hoffe, der Scheiß ist bald wieder weg. Das heißt sicher vom Papa. Und dann war mir alles klar, weil ihr Papa ist der Religionslehrer. Ich finde, es ist ein wahnsinnig gutes Format, weil es jung und alt mischt. Weil es, finde ich, einer der ersten Formate Österreichs ist, wo die jungen, guten drinnen sind und wo Mann und Frau natürlich 50-50 ist. Ne? Ja, ich freue mich sehr, dass ich da bin und ich möchte euch am Anfang raten. Ich wette, Sie sitzen gerade vorm Fernseher und das Erste, auf das Sie geschaut haben, war auf meinen Bauch. Und dann haben Sie sich gedacht, aha, das ist der Grund, warum es die Fastenzeit gibt. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht blattgefressen. Also nicht nur, ich bin schwanger. Und ja, Sie haben vollkommen recht, ich hatte keinen Bock auf Kontaktbeschränkung. Und falls Sie sich jetzt denken, ah, jetzt macht sie sich ja urviel Witze über dünne Frauen, weil sie selber halt gerade dick ist. Natürlich ist das so. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Witze über Dicke oder über Ausländer machen würde, wäre es Diskriminierung und so eine bin ich nicht. Wenn Sie sich jetzt von mir bei dünnen angesprochen oder vielleicht diskriminiert fühlen, muss ich sagen, tut mir leid, hätten Sie in der Corona-Zeit einfach mehr gefressen. Und ganz ehrlich, bei dünnen traue ich mich auch. Also was wollen Sie tun? Sich auf der Straße auf mich werfen? Und unter uns, fragen Sie sich nicht auch oft, wofür gibt es denn bitte Schönheitsideale, die sagen, wie wir ausschauen sollen? Oder ständig wird uns eingeredet, wir müssen trainieren. Ich bekomme da immer das total schlechte Gewissen. Jedes Mal, wenn ich so ein abgemagertes Rippenmodel sehe, denke ich mir, wieso schaffe ich das nicht? Ja? Ganz ehrlich, bei mir sieht man nicht einmal die Rippen, wenn ich im Bauch einziehe. Und wissen Sie, an was ich denken muss, wenn ich so ein Rippenmodel sehe? Körperwelten. Und wissen Sie, ich ärgere mich dann. Ich denke mir, Isabel, warum bist du so deppert und kaufst dir so eine Frauenzeitschrift, wo die alle drin sind? Und warum schmierst du dich mit Fett weg, Creme um 200 Euro ein, frisst dazu aber eine halbe Sau vom Grill? Wissen Sie, wie ich mich da über mich selbst ärgere? Ich habe letztens einen Bericht über eine Frau gelesen, die 8 Stunden am Tag trainiert. 8 Stunden! Ich meine, ich bin Künstlerin, ich bin nicht einmal 8 Stunden am Tag wach. Ich finde auch ganz toll, und das muss erwähnt sein, die Tafelrunde war das erste Format, das Frauen und Männer gleich berechtigt hat, dass es jetzt eben 2 Frauen und 2 Männer gibt und das regelmäßig ohne Kompromisse, und das finde ich einfach echt großartig. Deshalb weiter so. Happy Birthday! Es sind schon über 2,5 Jahre seit Ibiza und immer noch. Es tut einfach weh. Hatzi Strache ist für uns Serben für immer the one that got away. Niemand ist so wie er. Er hatte diese Intuition, wissen Sie? Er wusste einfach, was Tschuschen fühlen. Was Tschuschen denken. Was Tschuschen brauchen. Er war der verdammte Tschuschenflüsterer. Oder für die Millennials unter Ihnen, der Tschuschenizer. Er war der Beste. Aber HC ist weg. Und jetzt haben sie auch noch Basti vertrieben. Auch den wussten sie nicht zu schätzen. Sie haben eh gehört, der ist jetzt Global Strategist drüben in Amerika.
Ja, selber schuld, Austria. Stellen Sie sich vor, die nehmen Hatze Strache auch noch. Wollen wir wirklich riskieren, dass diese Nation uns wert überlegen ist? Na, jetzt ohne Spaß, seit Hatze Strache weg ist, hängen wir voll in der Luft, politisch gesehen. Die FPÖ ist ohne Strache einfach nicht mehr die alte. Und dieser Kickl, der erinnert uns zu sehr an Haider. Aber der Typ wird Fahrrad, darum glaube ich, der bleibt noch länger. Insgeheim scheint die FPÖ ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren zu haben, finden Sie nicht? Wir fragen uns schon länger, quo vadis FPÖ? Ich meine, hassen die jetzt nur noch Geimpfte? Was ist mit den ganzen Schuschen? Egal oder was? Kickl redet über nichts anderes mehr. Ich wette, dass Kickl inzwischen geimpfte Schuschen lieber mag als ungeimpfte Österreicher. Die Welt steht Kopf heute. Na, aber jetzt ohne Spaß, was denken die sich eigentlich dabei? Glauben die wirklich, dass sich das ausgeht? Glauben die ehrlich, dass diese Rechnung aufgeht? Glauben die echt, dass in diesem Land mehr Impfgegner leben als Ausländerhasser? Also wenn dem so ist, dann ist das scheiße besorgniserregend. Ah, wir waren immer Feum auch, stimmt. Das war auch schön, weil das ist auch ein Jugendtraum gewesen, dass ich dort einmal spiele, weil halt in Graz aufgewachsen und viele Größen dort gesehen. Zum ersten Mal den Alfred Dorfer dort gesehen zum Beispiel. Der noch nie bei uns war, der mag immer schaut. Der ist eine Schäme, der vorbeikommt. Ode an die Freude. Einfach, weil ich mich so freue. Ich freue mich so, da zu sein. Normalerweise sagt man ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich bin heute um 14.30 Uhr eingesprungen, deswegen war für Vorfreude wenig Zeit. Darum freue ich mich einfach jetzt, wenn es recht ist. Also, wie gesagt, heute 14.30 Uhr bin ich eingesprungen. Ich habe mir gedacht, entweder ich spiele irgendeinen alten Huller oder ich schreibe noch was und lerne es auswendig. Sie dürfen zu Hause mitraten, welcher Teil sie nicht mehr ausgegangen ist. Aber es ist manchmal sehr spontan. Also ich glaube, ich weiß, auf welches Ereignis du anspielst. Es war der 4. April 2022, ich werde es nie vergessen, weil ich es vor diesem Interview nochmal nachgeschaut habe. Ich bin laut meinem Kalender anscheinend gerade von der Mundhygiene gekommen und gegen 14 Uhr war es und es läutet das Telefon, dein Name in der Caller-ID, ich habe trotzdem abgehoben. Und die Anfrage war, ob ich denn an diesem Abend bei der Tafelrunde spielen könnte, strafverschärfend Aufzeichnung im Orpheum Graz. Das heißt, ich habe ca. 15 Sekunden überlegt, ja gesagt, ca. 15 Minuten zusammengepackt, bin in die U-Bahn gehupft, war um 15 Uhr irgendwie ungefähr im Zug, habe dann die Zugfahrt genutzt, Gott sei Dank noch die schöne Scenic Route über den Semmering, wo man ein bisschen länger fährt, um noch ein bisschen was Neues zu schreiben. Hab mir das dann im Orpheum ausdrucken lassen und habe mich damit um 19.30 Uhr oder wann wir aufgezeichnet haben, auf die Bühne gesetzt, habe es allerdings frecherweise gelesen unter schamlosem Verweis auf die Kurzfristigkeit. Aber schön. Also mein persönliches Highlight war natürlich ganz klar damals, als meine Tochter diesen Riesentumor im Hals hatte und dieser Tafelrunde-Termin war natürlich fixiert und mir ist gesagt worden, ich muss das nicht machen. Es hat natürlich jeder Verständnis dafür, wenn ich es nicht mache. Und ich habe mir aber gedacht, ich habe so viele Eindrücke gesammelt und so viele Emotionen aufgestaut die letzten 2-3 Wochen. Und ich brauche ein Ventil dafür. Also es muss irgendwie raus. Und vor allem, ich musste damals alles absagen. Und ich wollte es auch als Chance nutzen, selber zu erklären, warum das so ist. Also ich wollte den Menschen keine Chance oder Gelegenheit geben, zu sagen, ja, das, also für Spekulation. Ich wollte keinen Raum für Spekulationen lassen. Und deswegen habe ich das genützt damals. Schau mal, was hat unsere Tochter da? Schau doch mal. Ich glaube nicht, dass das da hingehört. Vielleicht sollten wir mit ihr ins Spital fahren und uns das anschauen lassen. Entschuldigen Sie, Frau Doktor, was hat sie denn da? Wir können es nicht sagen, aber sie wird die nächsten Wochen hier bleiben müssen. Wir müssen das untersuchen und es dann dementsprechend behandeln bzw. therapieren. Sie werden viel Geduld brauchen die nächsten Wochen. Was? Aber
machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Bubi, wir müssen alle Termine absagen. Natürlich müssen wir das. Natürlich, wir müssen jetzt für unser Kind da sein. Ach Gott, mein Herz. Hallo, wir sind die Kleine Clowns. Stört's dich eh nicht, wenn wir reinkommen? Na, wenn's dich stört, musst du's nur sagen. Musst sagen, schleicht's euch. Na, dann bleib mal. Na gut. Ist das deine Mama? Hallo, Mama. Was schaust du deppert? Hast du ein Monster gesehen? Hat deine Mama ein Monster gesehen? Hast du ein Monster gesehen? Versuchen Sie zu lachen. Das ist wichtig. Für Ihre Tochter. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist wichtig. Versuchen Sie, Lebensfreude zu versprühen. Schaffen Sie das? Lebensfreude. Ja, natürlich. Ich schaffe das. Für meine Tochter schaffe ich alles. Lebensfreude, jawohl. Kann ich. Also ich konnte es mal. Ich muss es mir nur wieder herleiten, was das ist. Diese Lebensfreude, dieses Joy of Life, dieses, wie die Französinnen und Franzosen sagen, Joie de vivre. Kunst wird immer dann spannend, wenn es persönlich wird. Also, ich finde alles, was austauschbar ist, jede Geschichte, die jemand andere genauso erzählen könnte, hat seine Berechtigung, aber ist für mich nicht unbedingt interessant oder relevant. Und ich wusste, dass... Also das ist ja auch, der Job einer Kabarettistin ist ja auch einfach so die Wahrheit aufzudecken ständig. Also ich sehe das schon als mein Job, Dinge anzuprangern, Dinge aufzuzeigen, meine Wahrheit zu erzählen und mich darüber lustig zu machen. Und dann ging es halt wirklich um mein persönliches Leben und ich hätte es einfach heuchlerisch gefunden, nicht mit der gleichen Wahrheit an die Sache ranzugehen, wie ich mit anderen ins Gericht gehe. Und es waren ja auch die Rückmeldungen enorm damals. Also heute noch sprechen mich Leute an. In Salzburg neulich ist eine Frau zu mir gekommen. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Ein Glas Wein, ein Camembert, das ist Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Zwei Tage Therme um 1000 Euro, das ist Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Die süßen Kirschen vom Nachbarsbaum, das ist auch Joie de vivre. Es ist die Kunst, danach zu streben, nur im Augenblick zu leben. Wenn du das kannst und glücklich bist, dann Joie de vivre. Es ist das Steak ohne Besteck, es ist der Rotweinfleck im Bett, es ist das Spucken auf die Moral. Das ist Joie de vivre. Es ist der Riesenfernseher zu Hause und du schaltest ihn seit Jahren nicht aus. Die Gis hast du noch nie bezahlt. Nein, nein, Joie de vivre. Trinkst einen Meter Schnaps im Stammlokal, speibst dann ins Urinal, bestellst dasselbe gleich nochmal. Das ist Joie de vivre. Vergiss die Spieße dieser Welt, leb so, wie es dir gefällt. Auch wenn man dich für Abschaum hält, das ist Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Gib bitte, scheiß dich nicht so an. Das ist Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Lass deine Kinder bis um 18 Uhr im Hort. Das ist Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Plane nur zum Spaß ein Attentat. Das ist auch Joie de vivre. Du wirst sehen, wenn du so lebst, dass es dir immer besser geht. Das ist, worum es geht. Das ist Joie de vivre. Wenn deine Schwiegermutter beckt und das Ergebnis dir nicht schmeckt, gibst dem Hund öffnen einen Sekt, das ist Joie de vivre. Lass in der Sauna einen Schaß und fragt mein Pört, bitte, wann sie das wirst sehen, das ist ein Spaß, das ist Joie de vivre. Beschimpf Passanten ganz spontan, schlürf Austern in der Straßenbahn, zünd im Kreis an einen Joint an, das ist Joie de vivre. Spendier vegan an einen Wein, misch vorher Hühnersuppe rein. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein, Joie de vivre. Joie de vivre, Joie de vivre. Yeah.
tanze nackt in einer Moschee, das ist Joie de Vivre, Joie de Vivre, Joie de Vivre, bade in Gänseleberpaté, das ist Joie de Vivre, Joie de Vivre, Joie de Vivre, zeig einer Nonne dein Geschlecht, das ist auch Joie de Vivre, sag gehen Sie in Arsch, Herr Polizist, wir strafen, wir finden Mist, wir sehen, wie schön das ist Joie de Vivre. Wenn deine Oma Geburtstag hat, schenk keine Blumen, das wär fad. Lieber ein Dildo und ein bisschen Gras, Joie de Vivre. Lach den Krasser im Häfen aus, scheiß dem Sauberkreuz über sein Haus. Spann deine Chefin den Mann aus, Joie de Vivre. Quäl den Therapeuten, bis er weint, sei zu Kleinkindern gemein. Lad den Nachbarn zum Dreier ein, das ist Joie de Vivre. Es ist ganz einfach zu verstehen, du hast nur dieses eine Leben. Also vive la passion, Joie de Vivre. Joie de Vivre, Joie de Vivre. AIDA los, meine Damen und Herren. Ich weiß nur noch, dass ich dann runter bin von der Bühne und wie gesagt, ich war im Trance, ich habe irgendwie gar nichts mitbekommen und dann habe ich aber rundherum mich herumgeschaut und ich weiß noch, dass die Lydia damals also wirklich Tränen in den Augen hatte und eigentlich alle sehr betroffen waren. Und ja, und dann bin ich irgendwie wieder aufgewacht und wusste überhaupt, wo bin ich hier? Und aha, ich habe jetzt, ja stimmt, ich habe jetzt das gemacht. Und das hat mir auch gezeigt, dass zwischen uns Kollegen und Kolleginnen also wirklich sowas wie eine wahre Freundschaft besteht und Empathie und also, dass ich mich irgendwie verlassen kann auf die, also emotional auch verlassen kann, dass die mich auffangen. Die Open-Air-Tafelrunden haben sich auch weiterentwickelt, nicht? Die Praterbühne hat dann nach Corona gesagt, na, wir machen nicht mehr weiter. Und jetzt gibt es quasi die Open-Air-Tour. Das erste Mal in Melk war auch fantastisch. Großartige Bühne, super Crew, super Leute, super Stimmung. Auch wir haben einen fetzen Gaudi gehabt, das war so skikursartig. Der Seidel, der Leiner, die Isabel, die Lydia sind dann nachher noch ewig, da gibt es ein schönes Bild, da sind wir ewig in einem Wirtshaus gewesen, das noch offen gehabt hat in Melk. Und der Typ hat beim Servieren das Bier ausgeschüttet, hat alles auf mich. Und ich habe dann meine Hosen ausgezogen und bin dann um 1 in der Nacht, glaube ich, oder um 1:30 bin ich nur in der Unterhose mit Flipflops zum Auto zurückgegangen. Schaut so aus, als ob wir was getrunken hätten, aber es war nur, damit die Hose trocknet. Also Melk, wenn man da rausgeht und dann ist da diese Menge an Menschen, diese Stimmung, die da war, dann mit so Granaten wie Gary Seidel, Günter Leiner und Lydia Brenner-Kasper, die ja ich schon lange beobachte, und dann sitze ich da als Isabel, das ist schon arg. Und das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Ich habe auch mit der Lydia bis 2 in der Früh gefeiert, muss man auch dazu sagen. Kennen Sie das, wenn man mit jemandem ein Gespräch führt und das Gegenüber erzählt dir nur langweiligen Schaß und du musst aufpassen, dass du nicht währenddessen einschlafst und du würdest am liebsten die Wahrheit sagen? Bitte, das interessiert doch niemanden, was du da redest. Aber das macht man nicht, weil man ist höflich, man hat Anstand, man ist mit der Person verheiratet. Und dann waren wir auch noch in den Kittenberger Erlebnisgärten. Das ist ja dort ein bisschen so wie unsere zweite Heimat, Langenlois, weil seit der ersten Sendung kriegen wir Wein von den Winzerinnen und Winzern aus der Gegend zur Verfügung gestellt. Über das Ursinnhaus wird das abgewickelt. Und der Kittenberger mit seinen Erlebnisgärten ist direkt quasi in diesem Gebiet. Und dann waren wir dort in seiner Arena. Und immer wenn der Kittenberger sagt, ah, da kommt kein Regen, kann man ziemlich sicher sein, dass Shit. Es hat gewaschelt, bist du deppert, Wahnsinn. Und wir haben gesagt, okay, das müssen wir absagen. Das geht nicht. Und dann war es aber, haben wir ein bisschen gewartet und haben ein bisschen später angefangen und dann hat es aufgerissen. Und das war auch, die Leute sind sitzen geblieben, waren wascheln aus, aber dann ist die Sonne gekommen und es war auch ein geiler Abend. War wirklich schön. Das ist ja die Tafelrunde. Die Tafelrunde ist doch bitte ein knallhartes, aktuelles, tagesaktuelles, möchte ich fast sagen, politisches Satireformat und nicht irgendein Open Mic für verkappte Lyriker, die für Poetry Slam zu alt und für Haiku zu schlecht im Kopf rechnen sind. Das gibt's ja nicht. Es ist doch die Tafelrunde, ja, die auf ORF 3 läuft, weil sie für ORF 2 zu wenig Heimat hat und für ORF 1 aber zu viel heimischen Content. Ja.
Da sieht man alles ORF 3 Ultras. Ja. Bei Ihnen liegt ORF 3 auf Kanal 1, das Gespiel. Ja. Es ist doch die Tafelrunde. Ja. Die zu. Es ist doch die Tafelrunde. Habe ich schon gesagt, dass die Tafelrunde ist. Ja. Ich werde pro Nennung des Sendungsnamens bezahlt heute. Es ist die Tafelrunde, in der es zugeht wie in einer Schmiede mit mangelndem Sicherheitskonzept, weil hier alle heißen Eisen angefasst werden. Es ist die Tafelrunde, wo es zugeht wie auf einem Alpakahof, weil hier niemand ungeschoren davonkommt. Es ist, und lassen Sie es einmal mich noch sagen, die Tafelrunde, wo es zugeht wie bei einer Magenbandoperation, weil hier alle ihr Fett wegkriegen. So. Dazu ein Format, darf sich ja gerne nicht nur heute jetzt in sowas, sondern auch im laufenden Betrieb ein bisschen mit sich selber beschäftigen. Und man darf sich ruhig auch ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, finde ich. Und das hab ich da auch zum Anlass genommen, ein bisschen meine Ehrerbietung dem Format gegenüber noch einmal auszusprechen. Und ich hoffe, es war nicht ganz so übertrieben emotional, wie das Wort Ehrerbietung jetzt vermuten lässt. Wenn man mir vor, ich weiß nicht, 10 Jahren gesagt hätte, ich mache eine regelmäßige Sendung mit den Namen, die jetzt alle dabei sind, dann hätte ich mir das nicht so vorstellen können. Und dass das so gemütlich funktioniert und jeder gern mitmacht und alle gern kommen und zumindest das Gefühl vermitteln, dass sie gern kommen. Ansonsten läuft alles wie immer hier in der Tafelrunde. Wir werden Dinge besprechen, die in der Vergangenheit so passiert sind. Und ein bisschen muss ich da aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, entweder ist es das Universum oder die Politik passt genau auf, wann wir aufzeichnen. Weil es ist nicht zum ersten Mal passiert, dass direkt nach dem Tag, wo wir die Sendung hier im Radio Kulturhaus aufzeichnen, eine Botzengeschichte passiert. Normalerweise denkt man, okay, es ist, weiß ich, Montag, Dienstag, wo wir aufzeichnen, 2-3 Tage später sind wir im Fernsehen, was soll passieren? Aber hallo, wir sind in Österreich. Nach der letzten Sendung, am Tag danach, waren die FPÖ-Pensionisten bei den Taliban. Das Sora-Institut hat an 800 falsche E-Mail-Adressen ein Strategiepapier von der SPÖ ausgeschickt. Die ÖVP hat präsentiert eine Kampagne, wo sie ein Foto präsentiert hat, wo Rubel drinnen waren. Und dann war noch das Mäcki-Video vom Kanzler. An einem Tag. Also falls ab morgen Granada spielt, wir kennen nichts dafür. Also bereiten Sie sich auf komische Stunden vor. Liebe Tafelrunde, ich wünsche euch alles Gute. Und muss euch rückmelden, euch macht eine Sache ganz besonders, nämlich, dass ihr uns so nehmt, wie wir sind. Mit unseren Eigenheiten, Besonderheiten, Fehlern, aber auch mit unseren Inhalten, die wir so spielen können, wie sie gemeint sind. Und deswegen wünsche ich euch, dass es euch noch ganz lang gibt, aber genauso wünsche ich das mir. Ich danke der Tafelrunde für euer Tun, für vor den Kameras, hinter den Kameras, dieses fast ein bisschen wieder Heimsein. Das macht ihr. Tolles Team. Ich danke für den Mut zur Meinungsfreiheit und Satire und wünsche euch weiterhin noch viel, viel Freude. Naja, wenn man sagt, was wünscht man an 5-Jährigen? Ja? Da sagt man, dass der gut geht in der Schule. Ich wünsche der Tafelrunde natürlich, was man allen 5-Jährigen wünscht, nämlich ein Pony. Ich wünsche euch viel Glück, Gesundheit. Lange, lange, lange weitermachen. Ich wünsche, dass das weiter besteht, dass man da ein Fenster der Satire und des Kabarets im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat. Ich würde mir einfach nur dazu wünschen, dass sie auch die Anerkennung bekommt, diese Sendung, die sie verdient hat und die sie von vielen Zuschauern, wie ich auch aus Reaktionen weiß, jetzt schon bekommt. Es soll nur versuchen, diesen unglaublichen Level zu halten. Das wäre vielleicht bescheidener Wunsch. Auf dass sie weiterhin so vielen Menschen mit so einem großartigen Team eine solche Freude machen kann. Alles Liebe zum Geburtstag. Sie soll es geben, solange sie wird, gibt nicht, aber solange es in ORF gibt, ORF 3, aber
Also zumindest sowas soll es geben. Ich wünsche ihr das 50. Jubiläum. Na, es ist ganz wichtig, dass dieses Format weitergeht. Das gehört für mich wie die Butter aufs Brot. Der Tafelrunde wünsche ich zum Fünfer eine bessere Schulnote als das Alter. Das hat sie auch. Ich wünsche Ihnen auch, dass Gerald Fleischacker noch lange gesund bleibt und es auch noch in 20 Jahren macht, wenn er dann 80 ist. Ich hasse das, wenn jemand sagt, bleib so, wie du bist. Ja? Weil das ist furchtbar, jeder entwickelt sich weiter, jeder. Aber trotzdem wünsche ich der Tafelrunde, dass sie das behält, was sie ausmacht, ihre Identität. Eine möglichst hohe Zuschauerquote, die sie sich auch verdient hat. Wenn das so weiterläuft, dann können wir alle sehr glücklich sein damit. Also auf weitere 5 Jahre, würde ich sagen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Süßling.